Und das zeigt uns, dass das Ausführen motorischer Handlungen durchaus leichter sein kann, als diverse inneren Handlungen des Menschen, wie die Geduld, wie das Ertragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam prägt hierfür ein Beispiel. Er sagte, wie es im Bukhari überliefert wird, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Stark ist nicht, wer schnell umwirft im Ringen. Stark ist nicht, wer seinen Gegner im Ringkampf schnell umwirft oder im Kampf. Stark ist, wer sich selbst beherrscht im Zorn. Das ist Stärke. Denn das erfordert durchaus mehr Kontrolle, mehr Übung, mehr Aufwand als die ledigliche motorische Handlung.